Hallo, Herr Thomas. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's Ihnen? Gut. War das heute gut, ja? Ja. Und das Wetter gut auch? Auch. Möchte ich Kaffee trinken, bitte? Machen wir. Ja? Okay. Moment. Langsam. Ja, bitte. Also wir arbeiten ja nach Schichten. Dadurch ist es manchmal auch ein bisschen schwierig, die Freizeit zu gestalten. Man muss viel einspringen, ne? Wenn jemand krank ist, dann muss man halt einfach da sein, weil es ja um die Bewohner geht. Besonders schwierig finde ich, wenn ein Bewohner verstirbt. Das ist immer schwierig, besonders auch im Umgang dann mit den Angehörigen. Und fordernd würde ich auch sagen, ist der Umgang, also das Zwischenmenschliche einfach, ne, mit den Angehörigen. Da sind immer viele Emotionen drin und man muss auch auf die Bewohner dann eingehen. Manchmal haben die in ihren Familien Streit und wir sind dann da mittendrin. Und auch die ganzen Anforderungen, die die Angehörigen halt so haben. Ne, die möchten das Beste für Oma und Opa oder ihren Vater. Ich muss mehr arbeiten, weil wir sind weniger Mitarbeiter, aber wie geschafft? Ich schaffe das, wenn machen die Aufgabe verteilt für alle Mitarbeiter, aber besser, wenn mehr kommt und arbeitet mit uns. Genug sind wir nie. Also für das, was wir gerne tun möchten für die Bewohner und was denen eigentlich auch zusteht, sind wir doch zu wenig und haben zu wenig Zeit. Also man hat immer die Zeit im Nacken, man kann sich nie komplett auf einen Bewohner einlassen, wenn da Redebedarf ist, das ist auch ganz oft, dass man einfach nicht mit den Leuten vernünftig sich in Ruhe hinsetzen kann und über deren Sorgen reden kann. Ne? Das ist dann einfach wirklich alles ziemlich getaktet und man muss versuchen, für alle gleichzeitig da zu sein und Zeit sich einzuräumen. Das klappt manchmal nicht. Ach, gut. Bist du, müssen wir denn so viel machen jetzt? Ich freue mich über jeden jungen Menschen, der hier ein Praktikum macht oder so ähnlich und da mal reinriecht, wie was da auf ihn zukäme, wenn er dabei bleibt. Sehr mutig. Nicht unter den Schöpfen stellen, das ist eine deutsche Redensart, die Bossen noch nicht lernen. Einen ganz kleinen Kreis. Und wir lassen das mal so aus dem Handgelenk raus. Ich habe voll das schlechte Gefühl. Erstmal, die haben keinen Sonntag nicht frei. Und allgemein, vor allen Dingen nicht gerecht ist das mit der Bezahlung.